Ja, Kalorien. Kalorien ist ja heute ein Thema, ne? Diätversessen oder bewusst, wie wir sind. Ich möchte gar nicht wissen, wie viele Kalorien täglich ich zu mir nehme. Sie vielleicht auch, Frau Katze, aber wie viele Kalorien waren es denn in der Nachkriegszeit und wie viel hätten es sein sollen? Also Kalorien natürlich auch damals schon ein großes und ein schwieriges Thema. Hunger und Not herrschte nach dem Krieg im Vergleich heutzutage. Stand 2015 nimmt ein Deutscher ca. 3000 Kalorien pro Tag zu sich. Das sah kurz nach dem Krieg 45 bis 48 aber anders aus. Es wurden Lebensmittelkarten verteilt, bei denen man eben Kalorien zugeteilt bekam zwischen 1000 und 1500. Das ist aber natürlich nur das. Nur der Sollzustand, der Istzustand ist ein ganz anderer. Da liegt man ständig unter 1000 Kalorien. Hier im Sommer 47, tatsächlich auch nur bei 700. Und diese 700 Kalorien sind natürlich nicht das, womit man leben kann. Bei 700 Kalorien am Tag spricht man schon von Hunger. Und ja, diese Not und diese Hunger haben Hungerdemonstrationen auch hervorgerufen. Ja, vor dem Rathaus, aber das Rathaus war damals noch im Allianzgebäude am Ring, also an einer ganz anderen Stelle, weil das ein halbwegs intaktes Gebäude war und da versammeln sich die Massen und fordern Brot. Da hat der Oberbürgermeister auch einen unglücklichen Satz losgelassen, ne, Frau Katzi. Ja, die Kölnerinnen und Kölner waren nicht so begeistert von dem Satz, den Hermann Pünder damals bei dieser Hungerdemonstration eben vor dem Rathaus von sich gab. Er sagte nämlich: „Auch ich habe Hunger." Ja, das Verständnis für diesen Satz, wie gesagt, war eher gering und er wurde ja von der Masse ausgebuht, kann man so sagen.